Jo, hey, ho, was geschieht? Was geht, oh? Da bin ich wieder mit Merlin bei Gears of War 1. Hallo miteinander. Oh, weiter geht's im Schlaraffenland. Schlaraffenland. Bei den Missgeburtviechern. Da haben wir es endlich heimschaffen. Da hast recht. Ich glaube, jetzt sind wir auch wieder oben im Haus, ne? Also so wie vorher. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, ja, Merlin. Auch schon. Wäre? Was hältst du? Ja. Was hältst du von Frauen, die schon Kinder mit in die Beziehung bringen? Kommt drauf an, wie alt sie sind, die Kinder. Wenn sie aus dem Gröbsten draußen sind, da hab ich kein Problem mit. Okay. Aber ich sag der Fall, ein Kind ist das ganze Leben lang ein Kind. Ist es. Ich weiß. Ist es klein, braucht es Zuneigung, Pflege? Ist es groß? Ist es nicht zufrieden mit dem neuen Freund? Also, da gibt es schon manchmal so krasse Kinder, ne? Ja, man muss das Kind muss auch akzeptieren können. Ja. Also muss auch den Freund dann irgendwie akzeptieren können. Es muss. Aber wenn da schon irgendwie schon immer wegen sozusagen keine. Und wenn immer Ungereimtheiten dazwischen sind und irgendwie. Konflikte drin sind, dann ist es auch nichts. Wenn, dann muss das Kind irgendwie mit einem Auskommen ja, auch dann. Ja, das stimmt. Ich sehe es ja immer so, eine Frau, die schon Kinder hat, ist halt eine Chance, dass man eine richtige Familie haben kann, ne? Ja, man will jetzt zwar nicht gerade ein Ersatzvater sein, aber naja doch, ich sehe das dann schon so, also die müssen natürlich nicht Papa sagen oder so, aber ich sehe das dann schon so, dass ich denen halt von mir was mit auf den Weg geben kann, gute Eigenschaften. Weil meistens liegt es ja dann daran, was ja mit dem Letzten nicht klappt hat, ne? Und da haben ja die Kinder dann quasi auch schon wegen was durchgemacht und dann kann man halt immer noch die Chance machen, dass man da was Gutes rüberbringt, ne? Ja, fragt sich halt nur, wann der richtige Vater das verlassen hat. Ja. Oder ob sie überhaupt so Kontakt zum Vater hat, zum Wichtigen. Ja, das wäre noch Schlimmere. Aber ich sage jetzt mal, wir machen jetzt auch was Gutes und knallen ein paar Drecksbatzen weg, oder? Ja, genau. Jetzt geht die Action. Ja. Sieh mal, wer da kommt. Die Lokos sind draußen. Ja! Komm schon, Baby! Cole und ich passen auf den Panzer auf. Ihr wartet auf Jack. Lasst sie nicht ins Haus. Ach ja, da muss ich noch hinabgehen. Okay. Stopper! Lass sie nicht ins Haus, okay? Ich hab jetzt wohl mal den großen Plan zerlegt. Ja, kannst du ruhig noch nicht da bleiben. Mist! Ja, dann bist du wieder unten drin, ich da oben stehe. Ja. Komm, machst du lieber dabei kaputt da unten noch? Ja. Ich muss erst mal den Rhythmus wieder finden. Komm nur her. Wenn du nicht drauf musst, ist es so gehen. Schön. Ich sehe jetzt da draußen, kann mir gucken im Moment. Okay. Ah, da kommt wieder eine. Jetzt kommt wieder eine. Sapien. Jetzt oben Hilfe braucht Saxis, gell? Ja. Oha, jetzt hat mich irgendeiner oder was jetzt dann aufgeschossen. Jetzt Hilfe brauchst, komm ich. Nee. Moment, ich will nicht. Mist! Mist!
Ich nicht bloß so. Ja, ich tue schon rum ums Eck. Jetzt bin ich tot. Okay, ich komm. Du kannst gehen. Ganz schön ruhig, aber das sind bestimmt noch hierher. Ja, ich da rennt nur da rum. So, wir kommen dann jetzt hin, das Haus. Ja, ich muss. Warte mal kurz, jetzt muss ich erst mal die Munition holen. Jetzt geht's langsam aus. Bei mir? Ja, bei mir ist Haus da. Bei mir ist Haus da. Ich bin jetzt in das Haus, okay. Ich denke, das müssen wir von oben machen. Ja, ich glaub's. Ich glaub's auch. Lass dich nicht stören. Aber erst dann mal schauen, wo wir dahinter kommen. Von unten rum, denke ich. Ja, ja, ja. Ah, okay, jetzt bin ich ganz woanders gelandet. Ah, wir haben einen okay. Kontrollpunkt, ne? Na, wenigstens haben wir einen Kontrollpunkt. Ja. Ja. Verdammt! Ach, die Tür? Na, die Tür ist nicht auf. Geht nicht. Mist. Okay, die Tür, okay. Dann kann ich auf der Rückseite. Die Erdschleicher machen einen Schlag. Die Erdschleicher heizen den ganzen Ei, gell? Hä? Die Erdschleicher heizen den ganzen Ei. Irgendwas umeinander werfen. Ja, ich warte bloß darauf, dass er da kommt wieder. Mhm. Blockier die Tür. Ach, hier, schau mal. Ach, okay. Mhm. Jetzt können wir da runter. Hier ist noch Munition, wenn es brauchst. Ja. Krieg ich nichts. Wahrscheinlich. Ja, bist voll. Geht nicht bei mir. Bist voll. Na, die eine Munition nicht. Ah, es ist kein Wunder, wenn ich die Ding habe, wahrscheinlich die Granate in der Hand. Das macht nichts. Sobald du Munition brauchst, kannst du es aufnehmen. Zack. Wir sind hausen. Im Schwinge. Einmal auf A drücken, Flender, bist du Sicherheit. Muss kurz nachladen. Bereit zum Schuss. Hier ist noch Muni, wenn's brauchst. Wo, bei dir da drin? Ah, ja. Ah, okay. Ja. So, bin voll. Lass dich nicht stören. Ja, das ist doch. Jetzt bin ich voll. Definitiv. Zur Rückseite des Hauses. So. Ei, ei. Markus, Jack hat die Daten. Alle Mann zum Panzer, schnell! Die ich repariert habe, kann ich nicht mehr. Wow. Mach kein Bogen. Ja, Bogen. Nee, der hat nochmal einen Bogen gemacht. Sehr gut, Fred. Frag aus! Wow,
Ja. Ach du Scheiße, da müssen wir auch was mit zum Panzer. Ich glaube, das war unser Panzer. So, glaube ich auch. Nein. Gott. Da müssen wir zum Panzer. Alles klar, dann beeilen wir uns. Ich weiß gar nicht, woher. Wohin? Ja, da entlang, wo du jetzt da gehst, weil das ist die verschlossene Tür. Ach ja, wir sind jetzt wieder ganz zurück. Hm. Ja. Da ist Muni, wenn's brauchst. Ich stell mir jetzt bloß das Eck da wieder hin. Bleib du mal kurz hier oben. Den hast du getroffen. Ja, gerne. Ich habe jetzt ein kleines Loch verschlossen. Ja, ich muss gleich runter. Ich komm gleich runter, ja? Weil, hast jetzt eh nichts mehr drin. Ich wollte gleich wegsägen. Hm. Ich glaube, da war jetzt erst ins Gabel. Wenn du noch Muni brauchst? Ich bin voll. Gut, dann. Ich hab mich gerade drum aufgeregt. Gut, dann rennen wir jetzt runter, komm. Alle Mann zum Panzer, schnell! Verdammt! Verdammt! Ja. Wenn es doof geht, liege ich auch gleich noch. Ja, das liege ich auch. Markus, Jack hat die Daten. Alle Mann zum Panzer, schnell! Du rennst schon mal hinaus, obwohl ich noch nicht mal da bin. Du musst warten, da steht da auf der Tür, da schau. Ja, du bist aber schon ausgerannt dann noch, zu dem Zeitpunkt. Bist du über einen bestimmten Punkt übergrennt und ich bin noch nicht mal da? So, Edzard, Fred, wir rennen los. Nicht ganz. Erstmal müssen wir schnell ein paar wegknallen. Ja, knall doch aber weg. Still! Oha, bin ich platt? Ich bin platt. Passt. Wo bist du? Ah ja, okay. Ja, ich liege irgendwo am Boden. Du musst auf deinem Pfeil schauen, wo ich bin. Da, 26 Sekunden noch. Scheiße! Jetzt bist du wieder platt, ja? Boah, das ist schwer, ey. Jetzt bin ich ja hier. Irgendwas in dem Dreh wurde es ja. Okay. Hm. Ja. Ja, ich versuche dann einmal den anderen von den, da wo man so lang, sich so lange aufhalten, dass er doch mal ein paar Meter Harpune wegschießt. Ja, du bleibst oben und ich versuche hinter zu rennen. Vielleicht wäre das eine Idee. Ja, aber ich muss auch irgendwann dann hinten noch. Oder der Kontrollpunkt lädt und du bist eh gleich da. Das könnte natürlich auch sein. Ja, das kann leer passieren, ja. Das kann natürlich auch passieren, ja.
So, ich renne dann gleich wieder runter, ja? Und ich mach doch gleich noch zu. Aber geh ruhig ein wenig in Deckung, gell? Loch beschlossen. Sauber. Da ist also wirklich mit einer Granate und das Loch ist zu, oder? Ja. So, ich warte jetzt auf dich. Okay. So, der Friend, der gibt mir dann ein wenig Deckung. Und ich versuche runterzurennen, ja? Ja, aber jetzt lass uns mit mal ein paar zu schießen dann. Alles klar, also gib mir Deckung, gell? Alle Mann zum Panzer, schnell! Oh, warte, ich bin okay, jetzt hier. Okay, gut. Wir messen erst mal ein paar da oben. Nein. Ja, das geht halt anders. Der soll sterben. So, okay, ich renne runter. Jawohl, oder? Genauso haben wir es gedacht. Jupp. Ja. Viech da, oder? Kommt nicht raus. Och, das war knapp, ey. Jo. Verzweiflung. Verzweiflung. Schönes Ding. Ein Bahnsteig gelangen. Oha. Ah, okay, wir haben schon ziehen da rum. Der nächste. Ach, hier. War ich jetzt der einzige, wo jetzt den Jagdknall da drin war? Den auch noch nicht. Ugh!
noch. Nein, ich sehe es. Shit. Danke. Ach, das ist halt das ganze Ding ist das. Lager. Ja. Du schaust aus. Wir sind alleine. Wir lassen uns von einem Raven abnehmen, sorry. Macht nichts. Anja, wie ist die Lage? Okay, die Bombe ist vorne im Zug. Und es sind jede Menge Locusts im Zug. Ihr müsst was unternehmen. Jetzt? Vielleicht was im Bombe. Wir gehen raus. Oha, da kommen wir wieder. Das warst du, okay, jetzt hätte ich dich beinahe, wir haben ja, dich drauf versucht. Das macht nichts. Merke. Treibstoff dann, okay. Oh, da wenn sie drauf schießen, sind wir kaputt. Ja, dann machen wir es umgekehrt, dann schießen wir drauf. Geh mal du zurück. Wo bist du? Vorne. Ja, ja. Ja, ich werde drauf schießen. Ja. Jetzt ist gar nichts. Hier drauf ist. Nichts getan, wie ich da drauf geschossen hab. Nein, nein, das waren die, da wo wir daneben gestanden waren, die roten. Ja, ich weiß, was für eine Rede. Hab ich auch, den hab ich ja drauf geschossen auf den da hinten. Ja, auf den da hinten. Wo ich gerade so drüber nachdenke, die letzte Mission, was wir dann da haben, die wird richtig heftig, der Endgegner. Der wird richtig bitter. Türknopf. Bam. Verdammt.
Jack, öffne diese Tür. Boah. Super, was nun? Machst du Witze? Berserkerin! Oh nein. Berserker? Anja, wir nehmen den Hammer der Morgenröte. Sofort. Negativ, Delta. Unmöglich. Oh, weh. Nicht mit all den Nemazist in der Luft. Na gut, dann eben Plan B. Und wie ist der? Gibt's einen Plan B? Was? Zur Hölle, nein. Scheiße. Ich hab gerade eine Idee. Was denn? Ach, auf das Ding schießen, ne? Auf den Tank. Ja. Loch noch wegen hinter. Trennt die Waggon! Oh, das können wir machen, ja. Entkoppler. Ja. Mhm. Oh, Scheiße, jetzt bin ich hier. Ich komm gleich. Ja, bloß der hält sie bei mir auf. Wir müssen auch vorne die Dinger bekommen. Kommst du zu mir hinter? Ja, bin ich schon wieder hier. Wir müssen dann hinterlenken, dass wir von den abkuppeln können. Ah. Der Entkoppler ist ja da in der Gegend. Nee, Stück weiter vorne. Bin ich wieder hier. Weiter hinter, jawohl. So, das lassen wir noch weiter hinter, ja. Ah, du hinten. Da, das grüne Ding. Wir müssen aber darüber locken, dass er dann hier ist. Und dann müssen wir wieder nach vorne. Ja. Ja. Ist ja nicht. Hinten ist er nur okay. Dann holen wir ihn halt einmal her. Ja. Dann holen wir die Schlüssel her. Der will nicht her, ne? Ich locke hinter. Ich hab ihn jetzt schon getroffen. Mal was müssen wir da jetzt kommen eigentlich. Oder soll man einfach so dran nehmen, ne? Das soll schon hinterkommen. Nee. Hinterkommen, ja. Jetzt hat er. Wir müssen auf den Schießen. Bleib du hier, ich locke hinter, gell? Ja. Oh, ja. Ich meine, der rennt jetzt mitten durch, hey. Trennt die Waggons! Der rennt da zu dir, ne? Ja. Bleib du mitten, gell? Lauf an ihm vorbei. Scheiße. Und dann, wenn ich mich umdrehen will. Rennt der wieder noch? Ah, okay. Okay, passt. Das ist doch ein Rappelsäckchen. Der ist rübergesprungen. Ja. Jetzt bin ich wieder hier. Der ist runtergefallen. Der ist runtergefallen. Ich. Kontakt! Oh nein. Voll schräg. Tür ist offen, wir rennen da rein. Wir öffnen. Genau, einfach rein. Wie drin? Schnell die Munition da. So. Da kommen sie. Briefe, links, oder? Wir sind damit rein. Ist lieber. Hm.
Wenn sie von außen sieht, kann man nicht abschließen, das habe ich schon gemerkt. Vorsicht! Jetzt hier. Wow. Wir müssen aufs Dach rauf. Kein Ding. Wir müssen so aufs Dach rauf. Wir müssen aufs Dach rauf. Das machen wir gleich. Wie denn? Das machen wir gleich. Da haben wir noch Zeit. Das war ja bloß einmal so eine Idee, die er eingeworfen hat. Da ist deine Leiter. Jawohl. Wir nehmen die Geschütze, oder? Ja. Ah, okay. Okay. Bin hier. Dauert nicht. Das war richtig gut, Friend. Laut mal Strom und die Muni nicht gut auf uns geht. Scheiße, ja. Wie wir da stehen und dann wissen, was wir machen. Ja, jetzt haben wir Strom und Ruhe. Und ich weiß, was wir machen. Die Zeit ist vorbei, ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Hey Leute, haut rein. Hallo und tschüss. Und wir sind weg.